Fast 18 Millionen Deutsche sind älter als 65 Jahre. Rund 750.000 von ihnen werden in vollstationären Pflegeeinrichtungen betreut. Durchschnittlich 20% aller Heimbewohnerinnen und Heimbewohner werden mindestens einmal jährlich ins Krankenhaus eingewiesen. Geschieht dies, besteht immer die Gefahr, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Doch gerade in den Abendstunden und an Wochenenden zeigt die Einweisungskurve aus den Pflegeeinrichtungen steil nach oben. Dabei ließen sich rund 40% dieser Hospitalisationen potenziell vermeiden. Hier setzt das Projekt Optimal@NRW an, das die Frage beantworten will, wie die Akutversorgung geriatrischer Patienten rund um die Uhr optimiert werden kann. Im Projekt Optimal@NRW wird die Akutversorgung geriatrischer Patienten folgendermaßen ablaufen. Wenn es halt zu einer akuten Störung des Gesundheitszustandes kommt, wird die Pflegekraft die 1116, 1117 von der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, also den zentralen Arztruf für Nordrhein-Westfalen in Duisburg. Dort wird mit einer standardisierten medizinischen Ersteinschätzung entsprechend triagiert und zugeordnet, wer jetzt von welchem Versorgungssektor der richtige Ansprechpartner für diesen Fall gerade akut ist. Und dann ist es so, dass entweder ist der Hausarzt erreichbar, das natürlich entsprechend über den Hausarzt läuft, kann dieser nicht, dann wird gegebenenfalls auch entsprechend der Notaufnahmearzt in der Uniklinik in Aachen zur Verfügung stehen, der dann allerdings immer nur in enger Rücksprache mit dem niedergelassenen Hausarzt dann eine weitere Versorgung initiiert und halt auch koordiniert. Gleichzeitig werden die alten Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste mit telemedizinischem Equipment ausgestattet, das eine qualifizierte telemedizinische Ersteinschätzung vor Ort ermöglichen wird. Das ist hauptsächlich ein telemedizinischer Rollständer, der eine sogenannte bidirektionale Telekonsultation ermöglicht. Das heißt, dass der Bewohner als auch der Arzt auf der anderen Seite in einen direkten Austausch gehen können und die Pflegekraft daneben unterstützt, weiterhin noch auch Vitalwerte, also Blutdruck, Sättigung, Herzfrequenz und ähnliches misst und halt auch übermittelt. Und diese digital übermittelten Werte sind dann so sicher, dass darauf halt auch eine gute Entscheidung basieren kann. Zudem soll ein Frühwarnsystem dafür sorgen, dass sich ein verschlechternder Zustand einer Bewohnerin oder eines Bewohners direkt ermitteln lässt und so frühzeitig gehandelt werden kann. Eine weitere entscheidende Innovation ist die Etablierung mobiler Versorgungsassistentinnen und Assistenten. Ausgestattet mit telemedizinischem Gerät unterstützen sie die Pflegekräfte vor Ort. Die Vorteile des Projektes sind eindeutig, dass gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner sie deutlich weniger transportiert werden müssen in Krankenhäuser, sie eine schnellere medizinische Versorgung haben, sie einen direkten medizinischen Kontakt zu einem Arzt bekommen können. Wir gehen aktuell davon aus, dass durch Optimal@NRW ca. 20-30% weniger Transporte in Krankenhäuser stattfinden können und dass wir deshalb wirklich zu einer signifikanten Reduktion der Krankenhaustage für diese Bewohnerinnen und Patienten entsprechend rechnen.